Kids an die Knolle, der Film. Hallo, ich bin Franziska und ich zeige euch heute, wie man Kartoffeln pflanzt. Zuerst so, wie wir es in der Schule machen. Und dann so, wie es die Profis machen. Das ist mein Papa. Er ist so ein Profi. Mein Papa ist Spezialist für Frühkartoffeln und das geht so. Zuerst muss er die Sorten für den Frühkartoffelanbau auswählen. Die Sorte erkennt man ganz leicht. Das ist die Larat und das ist eine französische Spezialkartoffel. Das ist die Annabelle. Das ist zum Beispiel eine festkochende Sorte und die eignet sich zum Beispiel für Bratkartoffeln oder Kartoffelsalat. Das ist die Sorte Velox. Die ist vorwiegend festkochend und daraus kann man zum Beispiel Pommes oder Salzkartoffeln machen. Das ist die Sorte Gunda. Die ist eher rundlicher und die ist mehlig und die kann man für Knödel oder Kartoffelpüree nehmen. Und jetzt zeige ich euch was ganz Besonderes. Seht ihr die Blättchen an den Kartoffeln? Das sind die Pflanzkartoffeln, die in die Erde kommen und aus denen die Kartoffeln für die nächste Ernte entstehen. So, und jetzt zeige ich euch, was man machen muss, damit die Kartoffel diese speziellen Keime bildet. Kommt mal mit! Hier in diesen Kisten keimen die Kartoffeln. Damit das funktioniert und dass die Keime schön stabil und kräftig werden, muss Tag und Nacht Kunstlicht brennen. Das dauert dann ungefähr 3 volle Monate. Danach geht's gleich auf den Acker zum Auspflanzen der Kartoffeln. Das hier ist eine Kartoffelpflanzmaschine. Da wir aber in der Schule eine solche Maschine nicht haben, schauen wir uns erstmal an, wie man das ohne Maschine macht, nämlich mit Hand. Papa, zeigst du uns mal, wie man das macht? Gut, zuerst ziehen wir uns eine kleine Furche. Möglichst gerade. Dann nehmen wir die Kartoffel und setzen sie im Abstand von ca. 30 bis 35 cm in die Erde. So. Und anschließend häufeln wir die Reihe etwas an. Und dann weiter auch noch ein bisschen. Hier haben wir unsere beiden Reihen. Da sollte man gucken, dass der Abstand möglichst exakt rund 70 cm beträgt. Und hier die Knollen in der Reihe sollten ca. 35 cm Abstand haben, damit man später möglichst gleichmäßige Kartoffeln bekommt. So werden wir das demnächst auch in der Schule machen. Und so wurde es auch früher gemacht, als es solche Maschinen noch nicht gab. Jetzt wollen wir uns so eine Maschine mal genauer anschauen. Du hast doch vorhin da oben die Kartoffeln in den Bunker reingefüllt und jetzt sind sie da unten rausgekommen. Aber wie geht's jetzt weiter? Hier über das Zuverband werden sie langsam hier unten auf diese Riemen geleitet. In der Mitte laufen die Riemen dann nach vorne, sodass hier vorne eine Kartoffel hinter der anderen liegt und schön nacheinander nach unten in die Erde fällt. Und von den Scharen hier hinten werden die Kartoffeln dann wieder leicht angehäufelt. Thank you.
Beim Kartoffelpflanzen gibt es aber noch eine andere Methode. Hier wird gerade die Sorte Annabelle gesteckt. Annabelle ist eine der leckersten Sorten überhaupt. Weil sie aber so empfindliche Keime hat, wird sie von Hand gepflanzt. Habt ihr eigentlich auch schon diese Hügel da bemerkt? Das hat auch was mit dem Kartoffelfrühanbau zu tun. Diese Dämme werden schon im Winter mit speziellen Maschinen vorgezogen. Wenn die Sonne scheint, werden die Dämme schneller warm als das übrige Erdreich. So können die Kartoffeln viel schneller wachsen. Wenn man nach dem Auspflanzen der Kartoffeln noch Folie über sie legt, geht das Ganze noch schneller. Was hier so aussieht wie am Meer, ist Kartoffelanbau unter Folien. Wenn die Sonne scheint, wird es unter der Folie richtig schön warm. Ungefähr 10 Grad mehr als in der Luft. Außerdem bleibt die Erde schön feucht, also optimale Bedingungen für die Pflanzen. Wärme und Feuchtigkeit bringen eine schnellere Reife, ungefähr 3 Wochen. Weil wir in der Schule keine Frühkartoffeln, sondern ganz normale Kartoffeln pflanzen, können wir uns die Folie sparen. Geht genauso gut, dauert aber länger. So ihr Lieben, das war der erste Teil von Kids an die Knolle. In ungefähr 3 Wochen sehen wir uns wieder an derselben Stelle und schauen nach, was aus unseren Pflanzen geworden ist. Bis bald!